Wir machen das jetzt anders. Das ist doch doof hier. Das macht doch so... Ey, ich musste hier hüpfen. Fuck. Da. Waffen. Waffen da. Zum Bleistift die Armbrust will ich nicht, danke. Ja, cool, das hat's jetzt. Und hepp. Und hepp. Müssten nochmals liegen. Habe ich schon zu viel? Gut. Da, da kann auch ein bisschen nachgeladen werden. So. Genau, 300 Schuss. Und hepp. Oh, falsch. Da lang. Vielleicht bringt das Ding ja ein bisschen was. Ich hätte zwar lieber einen Flammenwerfer, aber ich kriege ja jetzt hier nicht eben noch geshoppt. Und deswegen... Oh, nochmal quicksafen. Dann nächster Versuch. Damit kann ich aber ein bisschen schneller schießen, deswegen hoffe ich mal... Ja, weiß ich, Maul. Ja, bitte. Ja, 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 ja. Schnell die Wumme rausgekramt. Ja, netter Versuch. Mhm. Na komm, näher, komm. Tja, nö. Nicht mit mir, mein Freund. Ich konnte auch irgendwie mal zoomen, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie. Ist egal. Was soll's. Na komm, noch ein Stück. Na, denk nicht mal dran. Mal eben kurz. Ne, wir warten, bis es ganz leer ist. Hey, hey, hey. Geht doch. Ah doch. Oh, oh Mann, was kommt das Viech denn her? Das ist jetzt natürlich dumm. Ich wollte nämlich gar nicht, dass da dieses zweite Viech noch entsteht. Auch das zweite Viech ist tot. Cool. Warum? Ach, ich hänge wieder so ein Grützdingen fest. Da fällt mir ein, man könnte doch mal kurz zur Unterstützung ein bisschen anschmoren. Au. Na. Das ist jetzt ganz dumm. Dabei sah das so gut aus, ey. Grrr. Naja, immerhin sieht es, sah es gut aus. Und es war mal so, dass ich da nicht irgendwie dumm, rumgenudelt habe, so machen wir mal Selbstmord. Vielleicht macht das ja noch ein bisschen Schaden mit. Konnte ich sonst noch irgendwas? Vielleicht. Ich könnte auch statt der einen Feuerwaffe da, könnte ich mal mit dem. Ja, ja, wir machen das jetzt. Ich muss noch auf diese kleinen Viecher achten. Ich schaff das. Ich quicksafe jetzt auch nach dem Dialog, dann. Weil mit der Waffe ist das schon so, wie ich das jetzt, denke ich, hinkriegen könnte. Ja.
Tja. Oh, da war Feuer. Au, ja, das war sehr intelligent. Nochmal. Gut, lauf vorbei. Und weiter geht's. Na, 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 denk nicht mal dran. So. Komm, komm. Ja. Super, super. Mit voller Konzentration haben wir das jetzt hier geschafft. Ja, Auftrag erfüllt. Mach doch hier fertig. Darf ich jetzt gucken? Danke. Sie haben Ming Zhao erledigt und den Schlüssel geholt. Zeit, dass der Prinz fällt. Oh, macht er Bautz. Gary gibt ihnen ein Poster von Ming Zhao. Jetzt will ich keins mehr von der. Habe ich echt den Schlüssel? Wo habe ich denn den Schlüssel? Ich sehe keinen Schlüssel. Ah, Schlüssel! Schlüssel? Versorgungsraum? Kars und Wohnung? Schlüssel? Nee, ich habe irgendwie keinen Schlüssel. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Hi. Madu? Hässliches Vieh. Da ist ein Schlüssel, oder? Ja, warum schwebt der denn da? Egal, mein Schlüssel. Achso, ha! Portal. Wir spielen Portal. Ich bräuchte aber für den Prinzen vielleicht noch so ein, zwei Waffen, bevor wir dem... Waffen? Punkt, Punkt, Punkt. Mercurio? Ich habe aber kein Geld. Halt doch die Klappe, Junge. Ich brauche keine Kugeln. Lass die Schwachköpfe brennen. Ja. Krieg ich das jetzt oder? Nee, wahrscheinlich nicht. 108, Junge, du hast voll den Arsch offen, weißt du das? Habe ich irgendein teures Schwert? 14 und 10, wow, das ist toll. 54, gar nichts. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Granate werfe. Das ist schon peinlich, wenn man drüber nachdenkt. Ich hätte aber gerne Sachen für meinen Flammenwerfer. Weil... Ich kann mir hier mit 3 Dollar, kann ich mir nichts kaufen. Klamotten? 154, 126, aber die will der Spinner ja nicht haben. Wahrscheinlich habe ich das an. Ich habe die leichte Kleidung an, hier Jeans, T-Shirt, habe dann schön da Anzug drüber und dann habe ich noch den fetten Mantel hier mit Kevlar und hau mich tot. Ja, ich habe hier einen Schlüssel. Willst du den kaufen? Nicht? Gut, schade, hätte ja sein können. Ja, möchtest du mein Geld kaufen? Bestimmt nicht.
Ja, diese ganzen Sachen hier, die möchte ich eigentlich auch ungern verkaufen. Möchte sich hier so ein Buch haben. Die haben wohl von zu vielen Teenagern getrunken. Wenn sie das hier entziffern wollen, sollten sie es mal mit Bücherwürmern versuchen. Ja, lustig. Lustig, lustig, tralalala. Was ist das denn überhaupt für ein Buch? Was steht denn da? Ich kann es gar nicht lesen. Ist ja auch egal, wir verkaufen es. Dann verkaufen wir das Shingunto. Hier, bitte, kannst du haben. Granate will er ja nicht. Das Ding behalte ich einfach mal so zur Vorsicht. Ja, brauche ich das Ding? Ich weiß es ja nicht. Ich hätte aber gerne so ein Flammengedöns. So, hier unten ist Flammengedöns. 108. Wenn ich für 54 das verkaufe, kann ich mir ein Flammengedöns kaufen. Ich habe ja dann... Wie viel kriege ich denn dafür? 25. Ich verkaufe auf jeden Fall jetzt das Ding. Kauf mir dafür ein Flammengedöns. Kann ich schon mal ein bisschen rumflemmen. Dann Desert Eagle hat genug. Die Anaconda hat auch genug. Das Ding hätte ich noch, aber wenn ich das verkaufe, 25, kann ich mir auch nichts groß kaufen. Was kostet denn die Muni für das Ding? 5. Das heißt, ich könnte mir 5-mal mit dem, was ich jetzt habe, 6-mal was für das Ding hier unten kaufen. Hätte dann die zwei Starken, den Flammenwerfer und das Ding. So machen wir das. Verkaufen und Phosphorgeschosse. 4, 5, 6. Jetzt haben wir noch 4 Dollar. Damit gehen wir uns jetzt betrinken. Ja, kurz Beruhigungscut.